Okay, Leute, das ist der letzte Part, weil ich noch... Nein, das ist der letzte Part, weil ich noch schlafen will und noch Hausaufgaben machen muss. Ich habe die ganze Zeit jetzt verschoben und... Warte. Also, es gibt einen Bossgegner hier, wie schon gesagt. Oder habe ich noch nicht? Es gibt einen Bossgegner. Wann wohl Freundin Schala kommt und mit uns spielt? Ah, sie spielt mit Erdgeboten. Und nun betraten uns nur die Gurus und Freundin Schala als gleichwertig. Ich sehe euch auch als gleichwertig, weil alle Menschen sind gleich, egal wie verschieden man ist. Man kann den Charakter des Menschen hassen, aber man kann nicht sagen, dass er kein von der gleichen Art ist. Das Beastnest ist gefährlich. Haltet euch davon fern. Kind, lass mich durch. Und? Über Nacht bleiben? Nee. Eins lebten die Erleuchteten und die Erdgeborenen zusammen. Wir bleiben einfach über Nacht mal. Das ist sowieso kostenlos, wenn er uns das mal fragt. Könnt ihr es in Ruhe machen? Robo braucht eigentlich keinen Schlaf, aber trotzdem schläft er. Okay, das haben wir jetzt auch. Ich mache das so wie... Warte, da war irgendwas. Achso, ist nicht. Also, ich mache das bis zu einer bestimmten Stelle im Spiel. Da kann man... Eine Stelle, wo man gut leveln kann. Deswegen, unser Held, der Guru des Lebens, wies die Pläne der Königin zurück. Und sie verbannte ihn auf den Berg Woe. Dieses Loch führt zum Beastnest. Und dort ausgereicht ihr den Ort der Ketten, die Berg Woe halten. Okay, speichern. Hier ein Safe State und hier weiter. Und hier ist eine Kraftpille. Und warum hast... Okay. Was seid ihr denn für Viecher? Hallo? Sieht aus wie Ameisenbären. Okay, die Teile. Hohe Angriffskraft. Wie hohe Angriffskraft? Erhöht sich ihre Angriffskraft, wenn ich sie jedes Mal verprügel oder was? Okay, die sind tot. Okay, kann es sein, wenn ich sie jedes Mal so angreife, hohe Angriffskraft, dass ihre Angriffskraft erhöht? Ich hoffe es nicht. Oh, hohe Angriffskraft. Angriffskraft, ist klar. 98, erbärmlich. Gib dir gleich die Kugel. Dein Leben hat keinen Sinn gegen mich. Oha, so viele Erfahrungspunkte. Okay, warte mal. Ich werde mal langsam diese Pillen hier benutzen. Ich habe dir sowieso schon genügend. Kraftpille. Auf ihn hier. Hier. So. Hastpille. Kann er gebrauchen. Er ist langsam, aber richtig. Magiepille kann er. Und so. Habe ich irgendwas? Sortieren. Okay, das war's jetzt. Und speichern wir ab. Und es kommen... Sind die Viecher irgendwie größer geworden oder kommt es mir nur so vor? Egal, komm. 210. Hohe Angriffskraft ist schön für dich. Komm, weiter. Aber die sehen echt aus wie Ameisenbären. Und tot mit denen. Also ich will noch diesen Part den Boss besiegen, dann auch ein bisschen auf der Kette rumgehen und alles untersuchen, was man da alles machen kann. Und dann beende ich den Part auch noch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Dann bin ich auch etwas... Also habe ich auch ein hohes Level auch noch. Und neue Attacks habe ich dann gelernt. Weil in der Komplettlösung stand, da kann man sehr gut leveln. Das werde ich dann auch sehr gut auch benutzen. Speichern. Ah, das sind die Gegner. Das ist der Boss. Kein Durchgang. Okay, das ist Blaubeast und so. Donnerstab, so. Ja, fick dich da. Ach du Kacke, wie schwach die sind. Und... Was zur Hölle? Ich hab doch was anderes gemacht. Dreifachschlag auf den hier. Ich wusste, das war gut, dass ich den anderen angegriffen... Also diesen komischen Imp da angegriffen habe. Schlamm-Imp. Okay. Was zur Hölle? Willst du mich verarschen? Okay, komm. Hä, warte. Was für Attacken? Okay, ich habe deine Idee. Ich mache einfach mal Gewitter.
Okay, Witter 2. Ja, fickt euch mit euren Schaden. Okay, dieser Imp wird abhauen, weil das sagt er in der Komplettlösung. Okay, das ist gut. Ja, fick dich, dein Schaden sowieso zieht sowieso nicht so viel ab bei mir. Wir machen mal den Drehsprung auf dich hier. Du machst mal was denn? Den Uzi-Punch auf ihn. Du machst mal Gewitter auf alle. Und, ach komm, hör auf mit deinem Schaden, das ist erbärmlich. Es muss jetzt viel abziehen. Ja, das zieht viel ab. Wir haben auch irgendwas mit 5000 oder so. Deswegen wird es auch lange dauern. Oder? Ach komm, ich muss gleich die Truppe heilen. Sonst kratzt der Chrono ab. Eigentlich greifst du mal meinen Roboter an, aber schadenmäßig. Wasserfall. X-Schlag. So. Heilstrahl auf so. 39. Was machst du jetzt? Ach du Scheiße. Verdammte Kacke, ich hab die unterschätzt. Ich bin ein bisschen zu arrogant geworden. Okay. Das kommt mir nicht nochmal vor. Das kommt nicht nochmal vor. Die nehme ich jetzt mal ernst dran. Willst mich verarschen? Du heilst die? Belebung. Belebung. Und du machst dann einen Heilstrahl auf alle. Und Heilstrahl. Gut so. Und komm, jetzt seid ihr dran. Jetzt kriegt ihr die volle Packung. Kommt her. Ihr werft nicht mit Steinen hier rum. Gewitter 2. Hör auf damit. Okay, ich mach gleich den Uzi-Punch auf jemanden. Also auf den blauen. Weil der jetzt am meisten geschwächt ist von allen. Wieso greifst du mich an, du ekliger Bastard? Okay, er greift auch ihn an. Gut. Gut, gut, gut. Heilstrahl, du machst dann den Donnerstab auf ihn hier. Ich will mal sehen, ob da irgendwas passiert. Irgendwie denke ich, dass da nichts passiert. Aber wenn es jetzt irgendwie mit so wenig Schaden kommt, das ist dann heftig. 300. Willst du mich verarschen? Ich komme mit 300 Schaden an. Okay. Klingenwurf habe ich noch nicht gemacht. Das will ich auch mal sehen, wie das aussieht. Klingenwurf. 526. Okay, heil die schön. Ich werde sowieso bald sterben. Klingenwurf. Okay. Du bist weg, oder? Wieso lebst du noch? Wieso wirfst du Steine auf meinen Kopf? Verwirren. Ich will mal den hier verwirren. Vielleicht klappt es ja. Was zur Hölle? Hat so viel abgezogen. Hey, das sieht da vielversprechend aus. Heilstrahl. Verwirren hat so viel abgezogen. Null, okay. Okay, okay, der Kampf ist ein bisschen behindert. Ich stelle mich auch ein bisschen blöd auch hier an. So, okay, er ist wieder eingeschlafen. Okay, er macht gleich wieder Verwirren. Platzblase, ich habe das noch nicht gesehen. Auf den hier. Platzblase. Platzblase. Gucken wir uns. Das ist eigentlich unlogisch, weil Wasser in seinen Körper kommt, dann stirbt er doch eigentlich, oder nicht? What the fuck? Verwirren. Okay, ich will die Platzblase nochmal machen. Der hat so schön ab. Hä? Uzi-Punch auf dich.
Ach, der Frosch ist eingeschlafen. Ach so. Ach so. Uzi Punch. Babs. 677. Wann bist du tot, verdammte Kacke nochmal? Dauert zu lange hier. Verwirren. So. Du greifst mal normal hier an. Verwirren. Verwirren. Weiter verwirren. Weiter, 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 weiter. Ich hoffe, ich bin nicht tot. Okay, ich lebe noch ganz knapp. Ich lebe noch ganz knapp. Aber wieso greift jedes Mal... Wieso greift jedes Mal Chrono an? Das regt mich auf. Okay, ich kriege jetzt wieder ein bisschen Leben dazu. Knapp, knapp. Er wäre fast wieder gestorben. Aber der Kampf dauert wieder so behindert lange. Aber wie viel... Die haben auch noch sehr viel... Ach, die haben auch noch so viel Hit... So viele... Ach komm, hör auf. Okay, okay. Fick dich doch ins Knie, du elender Froschbastard. Ja, werf deinen komischen Stein. Komm. Objekte. Ether Medaillon auf dich. Du machst mal Heilstrahl auf alle. Okay, ich mach gleich wieder das Verwirrung-Ding. Das sieht ja viel ab. Und so, gut so. Ach, die haben auch erzählt, dass es auch sehr viel, dass sie sehr viel Lebenspunkte haben. Und statt, guck mal, die haben gerade insgesamt 5000. Und stellt dir mal den Kampf vor, wenn das 25 haben. Verwirren. Verwirren, verwirren, verwirren. Jetzt komm schon. Bist du jetzt endlich tot? Habe ich dir eigentlich die 5000 bei dir abgezogen? Ja, endlich. Platzblase. Du machst dann Verwirren auf den hier. Komm. Platzblase und dann Verwirren. Danach ist kurzer Prozess bei denen hier auch. Ja, komm, komm, komm. Schön auf ihn runterfallen. Gut so. Und Verwirren. Er muss auch bald tot sein. Verwirren auf den anderen. Was machst du da? Okay, du machst einen normalen Angriff. Ich mach Verwirren auf den Imp da. Wieso hat er so viel Verteidigung? Das verstehe ich nicht. Ja, fick dich. Dein Kumpel ist sowieso gleich tot. Platzblase. Attacke auf den... Ach komm, ich mach mal so. Attacke auf den hier. Und bist du tot, bist du tot, bist du tot, bist du tot. Ich schätze schon. Ja, du bist tot. Okay, jetzt ist noch dieser behinderte Gimp da. Ich weiß nicht, wieso er so viel Verteidigung hat. Ja, lecko mio. Nein, Ether Medaillon auf den hier. Du machst dann... Ich weiß nicht. Was sollst du machen? Uzi Punch auf ihn. Du machst dann... Du machst dann... Nein, Ether Medaillon auf dich. Du machst dann... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was seine verdammte Schwäche ist. Den Dreifachschlag oder so. Donnerstab, komm, wir machen Donnerstab. Das hat immer so, das hat ja immer viel schön abgezogen. Und? Bist du tot? Ja, du bist tot. 994 Erfahrungspunkte erhalten. 26 Deckpunkte. 2000, was? 26, was? 2600 Gil. Huh, das war ein harter Kampf. Wie viele Minuten habe ich? Verdammt, 14 Minuten. Verdammte Kacke. Ach so, das ist ein Weg. Den, wenn ihr benutzt, ein Safe State und ein Stein fliegt in der Luft rum. Okay. Das sieht man ja auch nicht alle Tage, oder? Und was bist. Okay, sind die schwächer oder sind die leichter? Bottom! Hier ist ein Bottom. Und die machen so wenig Schaden. Okay, wenn die wirklich so wenig Schaden machen, dann will ich mal sehen, wie viele Erfahrungspunkte die alle geben. Was? Ich habe gerade erst den Vogel getötet. Okay. Okay. Purpurregen. Vermindert. LP. 320. Oha. Okay, die halten hier viel aus.
Oha! Kuno erreicht nächste Stufe. Okay, hier werde ich meinen Spaß haben, wenn ich die Tech-Punkte leveln will. Okay, Heilstrahlen. Sektorbombe kann dann später auch richtig bei mir. Kraftstrahl. Okay. So. Okay, da ist ein Stein, der mich anguckt. Okay, wie komme ich aber dahin? Was bist du für ein Stein? Schotter. Siegel alle. Objekttechnik. Was? Hat er gerade alles versiegelt bei mir? Dafür wirst du büßen. 1000 Erfahrungspunkte erhalten. 100 Tech-Punkte. Oh, ho, ho. Das wird mein Spaß hier. Das wird ein Heidenspaß für mich. Wenn ich hier ganz drum kämpfen darf. Oha, okay. Ach, das böse Lachen. Das böse erwacht in mir wieder. Das wird ein Heidenspaß. Ich werde sie so leveln, dass sie so overlevelt sind, dass sie nicht mehr verlieren können. Oder bis sie alle Spezialtechniken alle gelernt haben, dass ich euch dann alle zeigen kann in diesen Kämpfen. Ja, Purpurin vermindert LP. Aber wieso machen die so wenig Schaden? Ich hätte es verstanden, wenn die jetzt irgendwie übermäßigen Schaden bei mir machen, dass ich dann sehr viele Erfahrungspunkte von denen kriege, aber... Oder hat es damit zu tun, dass ich auch so ein hohes Level jetzt bin oder die stärkste Rüstung habe? Oha, ich kriege sehr viel Geld. Ich kriege sehr viel Geld in den Arsch geschoben. Okay, dann muss ich hier hin, um diese Kiste zu holen. Magnethelm. Magnethelm? Mach ich mal. Der ist besser als der Leuchthelm. Okay. Mach ich jetzt alles? Gibt's nichts mehr? Warte, bin ich jetzt umsonst hierher gekommen oder was? Ach so. Verdammt. Ich wollte das nicht. Okay. Oh, egal, komm. Die Erfahrungspunkte können wir uns immer gebrauchen. Und batam, batam, batam. 17 Schadenspunkte. Und Fail. Ein Fail, aber richtiger Fail. Ach Leute, ich werde mal Spaß hier haben, wenn ich ja gut leveln kann. Ich werde jeden Charakter so doll leveln, bis er seine verdammte Kacke da gelernt hat. Ach, das wird so ein heiligen Spaß. So einen heiligen Spaß werde ich so haben hier. Puporegen, der Puporegen. 319. Und alle Angriff auf ihn. Den Steinimp. Ach so, ich glaube, ich habe die stärksten Waffen. Das hat auch damit zu tun. 696, 24 Tech-Punkte. Oha. Warte, was können die als nächstes lernen? Leuchten. Sektorbomber, Kraft 2, Drehschwanz, Eis. Okay, da werde ich die auch noch sehr gut leveln. Ja, das sage ich euch schon jetzt. Okay, du versiegelst alles wieder, oder? Ja, du versiegelst alles. Egal, ich brauche dich sowieso mit ein paar Schlägen hier umzubringen. Deswegen, was zur Hölle? Wieso habe ich jetzt nicht getroffen? Ich hoffe, der macht jetzt so ein... Okay, ich habe gewonnen. Ja, das ging schnell. Das ging sehr, sehr schnell. Und 100 Tech-Punkte. Probe euch nächste Stufe. Oha. Was sagt ihr, Leute? Welches Level soll ich die leveln? Ich glaube, ich habe irgendwie vor auf Level... Warte, welches Level sind die denn? Ich glaube Level 50. Ich mache jeden von den Level 50. Das ist ein gutes Level, da muss ich echt nicht mehr leveln. Und ach Kacke. Egal, wir gucken uns mal an, wie weit wir gehen dürfen, bis wir zu irgendeinem Ereignis stoßen. Und bevor dieses Ereignis geschieht, werde ich dann hier rumkämpfen, so gut wie es geht, und dann beginnt mein Heidenspaß. Ich muss sowieso mit Donkey Kong Country 2 und Super Mario Advance 3 weitermachen. Und Breath of Fire muss ich auch noch weitermachen, aber das mache ich später nach diesem Projekt. Weil ich brauche jetzt meine volle Konzentration auf dieses Projekt. Und ich kann mich nicht auf mehrere RPGs entscheiden. Und danach muss ich auf, wenn ich das fertig habe, dann muss ich Sword of Mana, dann Final Fantasy 3 oder Ring of Fates. Beide zusammen geht ja auch. Das ist nicht so schlimm von Kampfunterschied her und Kampfsystem. Okay. Ja. Gibt's hier Truhen?
Aber Gegner gibt es. Okay, was sind das für Gegner? Gargoyle. Sehen wir uns mal den Schaden an und seht ihr tot? Ja, ihr seid tot. Ach du Scheiße, wie viel gibst du ihr? 12 Tech-Punkte? Ja, okay, das geht ja noch. Das geht ja noch. Okay, das ist ein Speicherpunkt. Okay. Da ist eine Truhe auf dem Berg. An die Truhe komme ich irgendwie nicht ran. Wieso nicht? Wieso komme ich nicht an die Truhe ran? Achso, jetzt komme ich ran. Und... okay, was kommt jetzt auf mich zu? Ach, ihr ekligen Bastardos, kommt her. Oh, das wird so ein Heidenspaß. Das wird so ein Heidenspaß. Ach, ich freue mich schon. Ich freue mich schon, wenn ich hier gut leveln kann. Und tot den Sündern. 229. Und so. Zum Glück haben mich alle Schätze jetzt geholt. Deswegen ist es auch sehr gut. Und es gibt auch sowieso noch diese Zeitquests. Und deswegen muss ja ein hohes Level sein. Ich habe keinen Bock, irgendwie ganze Stunden lang bei diesen komischen Bossen zu kämpfen. Okay. Okay. Ich speichere mal zur Sicherheit. Ich glaube, das erlöst er. Für ein Lapis bin ich hergekommen. Okay. Und gibt es hier irgendwas noch, was mich irgendwie begeistern könnte? Oder war das die ganze Scheiße? Okay, da links gibt es nichts mehr. Man kann jetzt noch nach links und nach rechts. Eine Truhe ist das noch. Und da über der Truhe sind vier Gargoyles, die ich mit allem mit einem Schlag umbringen werde. Der erste ist schon tot. Der nächste folgt. Der dritte folgt. Und der vierte wird auch noch hinterher folgen. Und wie viel Schaden machst du? Ach, putzig. 377. Und so. Ach, scheiße, ich hab nicht gelesen. Okay, Schatztruhe. Barriere halten. Achso, hier geht's nicht weiter. Okay. Achso. Und was kommt jetzt? Gargoyles oder was? Nein, Gargoyle und diese Vögel. Ach komm. Wie viel Schaden? 20. 16. Zum Glück habe ich die beste Ausrüstung gekauft. Ist einmal gut, die beste Ausrüstung kaufen. Da ist man auch gesichert in diesen Kanten. Und so. Und komm her. Und so. 318. Denn. Ständige. Was? Was zur Hölle hast du bei mir gemacht? Du Wichser, du hast irgendwas bei mir gemacht. Ach du Scheiße, der hat voll abgezogen bei mir. Okay, ich werde mal kurz Tonic Medaillon bei ihm benutzen. Ich hatte davon noch ein Stück. Noch ein Stück hatte ich davon. Okay, Angriff. Er macht Siegel, egal. Okay, er trifft nicht. Jetzt triffst du aber. Jetzt triffst du aber, richtig. Willst du mich verarschen? Wieso triffst du nicht mehr? Was zur Hölle? Ey, was ist jetzt los? Warum trifft ihr nicht mehr? Ey, wollt ihr mich verarschen? Jetzt, komm. Ja, endlich. Dachte schon. 1000 Erfahrungspunkte, 1100 Tech. Sektorbomber gelernt. Kraft 2. Kraftwelle erlernt. Was ist Kraftwelle? Schockkanner. Kraftwelle, was ist das? Gibt allen Personen alle LP zurück. Magnetweste. Schild erhalten. Magnetweste. Verteidigung. Könnte er das gebrauchen? Aber Schild habe ich erhalten. Ein Schild? Wie kann ich dein Schild dann ausrüsten? Ich weiß jetzt nicht. Nein. Wo ist das Schild, was ich bekommen habe? Sch
Schild, Schild. Bin ich jetzt behindert oder kaputt oder was? Ah, ich suche das später. Ich habe hier Zeit noch. Okay, das haben wir jetzt erledigt. Okay, dann muss ich noch. Erst gehen wir speichern. Wir gehen speichern. Okay, das war toll. 58 Mal gespeichert. Das speichert jedes Mal. Also das merkt sich jedes Mal, wie oft ich gespeichert habe. Wozu eigentlich? Sagt am Ende auch noch, wie viel ich gefailt habe oder was? Okay. Okay, hier nicht. Dann hier. Okay, hier kommen zwei. Oh! Steingims einfach so. Okay, ich muss gleich einen Cut machen. Ich glaube, irgendwann kommt was. Ich weiß gar nicht, warte, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten ich schon aufgenommen habe. Aber ich hoffe, über 20. Wenn ja, dann ist gut. Dann habe ich kein Problem, das jetzt Schluss zu machen. 37 Schaden. Erbärmliche Kacke. Und stirbt ihr. Dankeschön. Und stirb. Du willst mich verarschen, du kleiner Wichser. 239. Und so, weg mit dir. Din, 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 din. Leuchten gelernt. Und wir sehen uns das nächste Mal.